bin furchtbar langsam und ich weiß nicht wieso. Oh nein, Daniel, bitte nicht. Wenn Fabian heute gewinnt und ich Zweiter werde, hat Fabian die Meisterschaft gewonnen, weil er doppelte Punkte gibt. Ich habe mich total verrechnet. Den Fabian werde ich nicht einhalten können, also. Wow, ist das denn? Wird definitiv vor mir fahren. Also wenn Fabian das Ding hier heute gewinnt, hat er auch die Meisterschaft gewonnen. Ja, da musst du ihn schlagen. Das Ausschließen will ich es nicht. ist die einfachste Version heute. Fabian schlagen und alles andere. Ich habe mal alle anderen Rechenbeispiele aufgeschrieben, aber ich hoffe, ich brauche sie nicht. Ich habe auch schon überlegt, mit 120 Litern loszufahren, aber ich glaube, da komme ich nicht auf Pace. Nicht so, dass ich wegfahren könnte, wenn sich die Möglichkeit gibt. Weil die Pace ist abartig, echt. Es sind inzwischen so viele schnell geworden und mein Boxenplatz ist richtig beschissen jetzt. Ich stehe auch direkt am Anfang, der Ich Dritte auch. oder so. Muss der Bremsen für den Ich glaube, Platz? ich habe den allerersten, dann kommt der René und dann du, Daniel, glaube ich. Ja. Und dann Carsten. Ich komme irgendwann drin. Und ich hatte mir gestern schon so einen schönen Bremspunkt rausgeguckt. Ich habe immer richtig gestanden und jetzt bin ich am Rumhampeln. Wahrscheinlich mitten auf dem Streckenrand. Allerspätestens, wenn wirklich die Box anfängt, rechts wegzugehen. Also ich bin gefahren gut, wenn ich an die Box muss. Das wird schon. Bin halt mit vollem Tank unglaublich langsam. Am Schluss geht's dann richtig gut. Und gerade mit am Anfang dann. Eieiei. Würde schätzen, ich war da 2:01er-Zeit. Das reicht nicht. Kann nur hoffen, dass die Zeit vom Fabian nicht mit Rennsprit war. Was ist er gefahren? 1:52,8. Schaffst du das auch mit Rennsprit, oder? Nee. Aber wenn das mit Rennsprit war, dann würde ich schon sagen, kann Das ich fahren. glaub ich nicht, weil ich habe ja vorhin noch mit ihm gesprochen. Vorhin hat er mir noch gesagt, mit Quali-Sprit kriegt er keine 59 hin. Also war das mit Rennsprit? Nein, ja sicher, der fährt jetzt mit Rennsprit schneller als mit Quali-Sprit oder was? Wurde ja letztes Mal auch auf dem letzten Drucker noch unglaublich schnell. Dann das typische Blabla, er ist kein Qualifahrer. Das glaube ich ihm natürlich nicht. Oh oh. Was? Michael! Ah! Oh Gott, Entschuldigung. Also ich sag mal so, wenn alles mit Rennsprit super läuft, wenn die Runde perfekt ist, dann schaffe ich vielleicht eine 2:001. Das war das Schnellste, was ich faktisch schon gefahren bin. Aber 59er, das ist dann richtig brutal. Man muss halt hoffen, irgendwie im Windschatten zu verharren, damit er dich mitzieht. Ich fahre im Quali wahrscheinlich wieder eine geile Runde und im Rennen werde ich dann aufgefressen. Könnte ich mir vorstellen. Ja, du hast halt das Problem, dass du nicht wegkommst am Anfang. Schnell genug, bis die erste lange Gerade kommt. Wie viele Sekunden, sag ich schon? Wie viel Zehntel müsstest du Vorsprung haben? Hast du mal darauf geachtet, damit sich das auf die Geraden ausgeht? Weiß ich nicht, aber der René war eben hinter mir und da war eine sehr große Lücke und eigentlich hätte er mich noch überholen können am Schluss. Aber René ist ja das Extrembeispiel in der Corvette. Ja. Er ist ja noch mal 10 km schneller als Pantera. Dafür muss er wahrscheinlich 50 Meter früher auf die Bremse gehen. Ja. Oh ja. Wir müssen schon spät bremsen, aber ich glaube er. Also mit 120 Litern hatte ich überlegt, aber ich glaube, wir können ruhig mit 110 ganz beruhigend losfahren. Und was nach dann? Noch mal 110. Ja.
das denn? Ich krieg das Auto hier nicht mehr gebremst. Ist das Auto kaputt? Wo? Nach dem Linksknick, die Rechtskurve. Ach, diese besondere, die nochmal angesprochen wurde. Bei mir ist die lange rechts. Aber ich gebe euch schwarz auf weiß, irgendeiner fliegt an der ersten Runde gleich ab. Ich konnte gerade schon mal üben auszuweichen, wobei so knapp wurde es am Ende zum Glück nicht. Was ist die Situation mit Michael? Ja. Meine erste gezeitete Runde war jetzt 2.004. Nee, also ich stelle mich gerade richtig blöd an. Ja, ich auch. Schlechtes Timing, würde ich mal sagen, jetzt. Mit dem leeren Auto komme ich nicht klar. Ich war gerade mit dem vollen Auto eine 2006. Mit 31 Litern haben wir nichts geschissen. Also Nick. Macht der aber nichts? Mit viel Sprit wäre das so schlecht, das Auto. Über Pantera ist das genau umgekehrt. Was streamst du? Natürlich, hatte ich doch gesagt. Boah, René, jetzt auch in A2001. Kann ich vielleicht 3 Runden fahren, bevor der Tank leer ist oder so? Die nächste fahre ich noch und dann muss ich nochmal Boxenplatz trainieren. Es lässt sich halt jetzt verdammt schwer gerade abschätzen, wer wirklich leer und voll unterwegs ist. Ich bin gerade mit Qualisprit unterwegs. Ich habe auch mal abgetankt. Wie hast du jetzt drin, Nick? Nein. Ich bin mit 31 raus. Oh, 31 ist aber eine schlechte Marke, Nick. Wieso? Das ist laut meinem Wert, der da automatisch berechnet wird, über 5 Runden. Ja, aber wenn ich 5,5 Liter verbrauche, brauche ich 11 Liter für 2 Runden. Und 11 mal 3 sind 33 für 6. Du hast von 5 Runden gesprochen gerade. Oh, ja. Dann tut's mir leid. Dann meine ich auch 5 Runden. Ich habe gleich auch mit 5 Runden raus. Im Rennen dann? Ja, klar. Bin ich für 5 Runden erster. Die ultimative 5 Runden Strategie. Wollen die 2-0 noch nicht. Okay. Ich habe immer noch die theoretisch beste Zeit, aber ich glaube, das war, weil ich mal abgekürzt habe irgendwann. Kann nicht vorstellen, dass ich so viel schneller fahren kann. Ich bin immer noch am überlegen, wie du dadurch die erste Schikane gefahren bist, weil ich konnte nie cutten bis jetzt. Du warst einfach links am Stapel vorbei. Habe ich zweimal gemacht, ich habe zweimal ungültig gefahren. Echt? Muss gekonnt sein. Kannst du ja nochmal versuchen jetzt im Quali. Vielleicht ist der Porsche einfach zu klein. So, 2001 mit 87 Liter. Also es ist machbar. Volles Auto? Ja. Ich war nochmal vorhin mit 120 Litern erst unterwegs und jetzt bin ich... Oh, nein! Einschlagen? Ach Mann! Ja. Das hat dabei eben auch jemand mitgenommen, der da. Jetzt darf das noch passieren, Nick. Ja. Wen hast du mitgenommen? Ich weiß nicht, wer da falsch rum auf der Strecke stand. Ach, da stand schon einer falsch rum auf der Strecke. Egal. Das ist, ich krieg momentan nicht hindernisfrei vor allem meine Runde durch. Ach komm, René. Das gibt's doch nicht. Also, wenn der jetzt voll unterwegs ist, halt. Aber gut, dann habe ich einen, der das Rennen vorne gewinnt. Dann dreht sich das natürlich noch ein bisschen.
Gut, damit weiß ich nämlich nicht, was für Runden ich in der Qualifikation fahren werde. Das wird nämlich jetzt nichts werden. Wie viele Runden hat man? Vielleicht ist das auch ganz gut, Nick, dass du nicht weißt, wie schnell du bist. Dann ist der Überraschungseffekt gleich größer. Wie viele Minuten Quali? Wie viele Minuten Quali? 20? Alter, wir fahren das dritte Event und ich weiß es nicht. Meine waren 20. Bei mir sein, dass wir 204 drin sind, wenn alles gut klappt. So, jetzt such den Boxenplatz. Den Grenzpunkt. Aha. Das hat funktioniert. Wo? Oh. Nur quasi direkt, wenn ich aus der Kurve komme. Wenn ich auf Nummer sicher gehe. Hat gemerkt, dass ich deutlich länger beim Tanken als beim Reifenwechsel stehe. Also eine andere Strategie anwenden. Zwei Stop. Mehr Sprit von vorne weg mitnehmen. Und ihr steht exakt gleich, oder was? Also, ihr tankt genauso lang wie ein Reifenwechsel, ne? Ja, macht nicht viel Unterschied. Ich glaube, ein Ding ist ein bisschen länger am Zuckenhüllen, aber das ist so minimal. Ich schwören können, dass das bei mir ein, zwei Sekunden waren oder so. Die spare ich mir natürlich gerne. Ich achte da. Ich dann noch voller raus. Das wird ein Spaß am Anfang. Oh, das wird eine Kacke mit dem Platz. Kannst du mir nochmal sagen, wie viel Sprit du fährst? 31. 31. 5,5 mal 5. 25. Jo, muss hinkommen. Ich glaube, es würden sogar 30 reichen. 5,7. Ja, wenn du 5,7 verbrauchst, dann sind wir bei 25 plus 3,5 sind 28,5, dann bist du lang. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann kann ich jetzt auch schon wieder vergessen. Bin nur nochmal rausgefahren, um nochmal hoffentlich die Boxen einfach zu drinnen. Krieg's grad nicht. Nicht cool bleiben. Ganz ehrlich, ich lade das Auto gleich voll. Also ich muss mit dem... Ja, okay, kommt drauf an, wie leer das Auto ist. Das war jetzt ein blöder Test. Ich brauche auch nicht direkt rausfahren, glaube ich. Ne. Weil ich stehe ganz hinten. Alle noch die Boxen einfach hier im Turnieren. War da reingeschossen. Oh. Mikrofon muted. Also wird ernst heute, geht um die Meisterschaft. Ich fahre gegen Fabian Wilke, ich habe 7 Punkte Vorsprung. Letzter Rennen gibt jetzt doppelte Punktzahl. Wird Fabian Erster, ist er Meister. Wird Fabian Zweiter und kommt vor mir ins Ziel, ist er ich Meister. Ich fahre jetzt die 59-1 im Quali. Und wenn Fabian Dritter und am Ende wird der ersten Runde bin ich dann und ich Vierter, dann wäre ich Meister. Heißt, Fabian darf nicht vor mir ins Ziel kommen, wenn es aufs Podium geht. Ich denke, egal wo ich starte, auf der Geraden verliere ich mindestens 2 bis 3 Positionen. Muss ich gucken, ob ich die dann wieder kriege. Boah, also ein Porsche will ich hier nicht fahren. Nee, auf der Strecke ist er nicht so dolle. Man merkt sogar über die Runde, sonst hat sich das immer ganz gut angeglichen, aber da hier so viel geradeaus geht,
ist das Auto einfach langsamer, würde ich sagen. Alle rutschen. Also, genau das gleiche ist mir auch passiert. Was in Pantera hilft, wenn ihr am Bremsen seid, eventuell noch in den Rückwärtsgang zu schalten. So bei 50 km/h. Ich hoffe, dass der. Mit dem Risiko, dass der Motor in der Luft fliegt. Also, nee, bei mir ist er nicht kaputt gegangen. Da verbremse ich mich lieber. Bis jetzt. Das Risiko muss man eingehen. Ja, kommt drauf an, wie das Rennen läuft. Wenn ich, wenn wir irgendwie 5 Sekunden nach vorne und hinten haben, kommt halt auf den Moment nicht an, ein bisschen eher zu bremsen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie alle so viel jetzt trainiert haben, um den Boxenplatz zu treffen. Das heißt, du musst nur vom Fabian ins Ziel kommen und dann ist es in Ordnung, oder? Das wäre die einfachste Version tatsächlich. Wenn auch egal wo eigentlich. Kannst du ja auch Vorletzter werden und der Letzte. Ja. Wenn Fabian aber gewinnt oder Zweiter wird. Nee, Quatsch. Wenn Fabian gewinnt, hab ich keine Chance, dann ist er durch. Wenn Fabian Zweiter wird, reicht mir auch der dritte Platz nicht aus. Ich muss dann gewinnen, wenn Fabian Zweiter wird. Oh, okay. Und wenn Fabian Dritter wird, darf ich höchstens Vierter werden. Wenn ich hinter Fabian bin. Es ist alles ein bisschen kompliziert. Ich glaube, man redet darüber nochmal, wenn es dann soweit ist. Ja, fahr einfach ein gutes Rennen und wird schon. Einfach vor ihm ins Ziel fahren. Ja, einfach gewinnen, fertig. Na, wie gesagt, es muss ja nicht gewinnen. Solange Fabian nicht gewinnt und hinter mir ins Ziel kommt, muss ich auch nicht gewinnen. Nur durch die doppelte Punktzahl habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht. Sind die Punktabstände zwischen 1 und 2 ja zum Beispiel viel größer, dann sind es nämlich nicht 5 Punkte Unterschied, sondern direkt 10. Also wenn ihr beide keinen großartigen Problem habt, dann würde ich schon sagen, dass einer von euch gewinnt. Da wäre ich mir recht sicher. Ich traue René noch nicht. Ich glaube, der hat üblen Reifenverschleiß. Das heißt, zum Boxenstopp hin wird er, glaube ich, ziemlich langsam werden. Würde ich jetzt schätzen zumindest. Ja, ich glaube, der ist schon sehr lange mit roten Reifen unterwegs, bevor er in die Box fährt. Naja, ich meine, der hat auch mal was in die Richtung erwähnt. Tja, fahren alle Marken um den Sieg, nur der Porsche? Ja, da kommt dann meine Zeit. Wenn es zum Boxenstopp hingeht, dann bin ich leer und habe immer noch relativ gute Reifen. Ich brauche eure Hilfe. Da geht kein Weg dran vorbei. Wer nimmt Fabian aus dem Leben? Nein. Einfach abwarten. Kein Druck machen. Nicht zu viel Risiko. Nick, das Auto ist übrigens 5 mm höher, wenn der Tank raus ist. Also der Sprit. Ja. Aber eigentlich sollte das trotzdem machbar sein. Überleg gerade. Ich weiß nicht, wie viele Leute vor mir stehen. Max, wie viele stehen vor dir? Alle. Ja, ist bei mir auch so. Ich weiß vor allem nicht, wer vor mir steht. Das könnte Michael Ernst sein und danach weiß ich nicht mehr. Oh, oh. Also ich würde, Nick, an deiner Stelle, wenn du relativ viele Autos, also wenig Autos vor dir hast, einfach direkt los. Na. Aber dann passt bitte generell auf jetzt gleich bei der Outlap, dass ihr euch nicht direkt zerlegt. Okay, das ist auch, ja, das Witzige, in der Outlap ist mir das jetzt gerade nicht einmal passiert, sondern in meiner ersten Runde. Ja, aber in der ersten Runde sind die Reifen auch noch nicht komplett da. Ich weiß. Ja. Ich glaube, Fabian Bilk ist da vorne dabei, Mac. Nur mehr als vor dem Linksknick sogar einmal kurz auf die Bremse zu gehen, da kann ich schon gar nicht mehr. Ganz vorne steht Fabian Bilk. Gibt's da nicht. Okay. Wir haben nämlich nur 15 Minuten, das haben wir fast gedacht. Wann fahren wir los? Ich glaube, Fabian ist der Erste, der fährt. Dahinter Tobias und dann ich. Oh, hier sind aber teilweise noch massive Ping-Probleme. Ja, ist ja der Sessionwechsel gerade noch erst gewesen. Aber ich fahre jetzt auch raus. Ah, vorbei. Du bist eh schneller. Dann wollen wir mal. Also ich denke schon, Polzeit wird irgendwo bei 59 Mitte liegen.
von dir da, ne? Weiß ich nicht. Ich muss die Runde auch erstmal treffen und wir haben Verkehr vor der Nase. Boah, Daniel. Ich kann lassen, wenn du mich raus. Bei mir ist keine. Ja, also, wenn du nicht auflaufen willst, solltest du es vielleicht machen. Ich will fahren. Machen die langsamer nach vorne. Das wäre aber schade. Es wirkt, als wenn Tobias durch Driften in den Kurven versucht, seine Reifen warm zu machen, nur dadurch verliert er richtig Abstand auf Fabian Wilke. Ja gut, aber Fabian Wilke ist auch ein bisschen schneller. Also ich mache noch nicht ganz schnell hier jetzt. Auch nicht. Um noch ein bisschen Luft nach vorne zu kriegen. Aber die machen auch noch nicht super schnell, glaube ich. Die sind total langsam nach vorne. Kommst du den Knick voll durch? Ja, ne? Wenn ich ihn richtig treffe, ja. So, toi toi an alle. Ja, voll. Mein Slot ist scheiße. Ah, die Reifen sind noch gar nicht da. Ja. Dann wie geht's? Boah. War das jetzt? Josef Müller steht rechts.
Daniel, bist du auf einer guten gefolgt, Runde? Max. Bitte? Bist du auf einer guten Runde? Okay. Bin auch in die Wiese gefahren. Ja, der Josef Müller, der war so extrem langsam. Kaum einer noch. Oh, der Ausgang komplett verhunzt. Ich werde jetzt reinfahren. Und einen neuen Sprut schulen. Nix. Was ist das für ein Delta? Nix. Die letzte Runde wär's gewesen. Hast du was im Delta? Weiß ich nicht, ich hab aus. Kann sein. So. Sorry. Dann war 2, 4, 6, 4 Runden. Ja? Ja. Sorry, Nick. Ab in Lab. Ja, ich muss halt das Mikro immer vor und zurück machen, wenn ich an meine Tastatur will. 2 Hot Laps haben wir noch. Ja. Also, die letzte wäre, glaube ich, also wäre eine gute Runde gewesen. Ja, wenn Josef Müller da nicht gewesen wäre. Ich hatte nämlich die notwendige Zeit. Okay, wir haben jetzt nichts hinter uns, wir können uns das frei einteilen. Wir schaffen nur noch 2 Runden, denk dran. Dabei ist die erste noch nicht mal die, die es wird wahrscheinlich. Als eine Runde du und du allein. Oh, schöne Runde Nick übrigens. Mit meiner bin ich eigentlich zufrieden, aber da geht noch was. Aber jetzt wieder Fokus. Ich weiß nicht, ob Daniel unterwegs ist. Ja, so die Box fahren. Achso. Na, ja, jetzt schnell wieder raus. Nein, wir lassen gleich bitte noch ein bisschen Platz, ja? Ich hab genug machen. Bene. Weil das ist doch vorbei. Kann auch sein, dass er in die Box wird. Was macht denn Peter da jetzt? Also. Bene. Achso, Peter. Wie folgt.
Daniel. Aber Enric ist auch aus der Box gekommen, ne? Ja. Krass, kann ich Runde abbrechen. Ach, das ist ja scheiße. Ich fahre links. Ah ne, ich fahre hinter dir wieder weiter. So, ja. Ich habe noch ein bisschen Platz lassen, glaube ich. Ich werde nicht so schnell sein. Ja, ja. Boah. Ich verstehe nur nicht, warum Enric keinen Platz gemacht hat. Ja. Nein. Ja! Nice! Oh, mit der letzten Runde. Ah, ich hab's verkackt, ich bin auf den Rasen gekommen. Meine Güte, was eine Runde. Alter. Und ich bin oben in Turn 4 2. Sorry. Mist. Eine glatte 2 hätte ich schon fahren können. Nick, wie lange hast du noch? Ah, ist durch. Ach, Kacke. Oh ne, Turn 4 fast zu weit gegangen. Nick, was war da noch drin?
59er auf jeden Fall. Wie tief? Weiß ich nicht. 1,5 Zehntel hatte ich zwischenzeitlich. Also wäre René noch drin gewesen. Ja, wäre knapp geworden, ne? Ja, das Ding, oben hatte ich die 1,5 Zehntel und ich weiß, wenn ich die Kurve im dritten Gang gekriegt hätte, die zweite Linkskurve im Infield, da hätte ich auch nochmal ein Zehntel gehabt. Also doch dritter Gang. Glückwunsch zu Pollmax. Mensch, Fabian, hast du mich aber schwitzen lassen. Ich habe die Runden nicht getroffen. Und die eine Runde, wo ich dann die Mitte 59 schon hatte, ist mir Josef Müller in den Weg gekommen. Oh, ja. Was sagt der? Aber... Also, selbst wenn ich meine perfekt erwischt hätte, dann wären wir ganz eng beieinander gewesen. Also, 2 Zehntel ungefähr lagen noch im ersten Sektor bei mir. Ich wäre aber beinahe abgeflogen in Turn 4. Ich war viel zu spät dran. Und hatte dann plötzlich so einen guten Exit natürlich, dass sich das über die lange Gerade wieder angehäuft hat. Hat doch geklappt. Alter. Ja, mal gespannt, das wird sehr spannend. Also, viel Spaß, viel Erfolg. Ja, dir auch. Danke. User left your channel. Oh, das wird stressig. Geh schon mal zur Toilette. Wir haben doch 5 Minuten. Im Endeffekt auch egal, ob du jetzt Vierter oder Dritter bist. Ne? 72 Minuten. Da wird schon irgendjemand einen Fehler machen davon. Mikrofon activated. Oh. Max sitzt. Ich hab Bock. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so ein langes Rennen gefahren bin. Das ist wahrscheinlich schon das ein oder andere Jahr her. Ich glaube, durch Low View ist das längste, was ich jetzt vor kürzerer Zeit gefahren bin, eine Dreiviertelstunde. Ja, das hatte ich auch mal gemacht vor kurzem. Wie lang war das Multiclass-Rennen nochmal, Nick? Halbe Stunde, ne? Ja. Ich meine schon. Ich glaube, das letzte längere Rennen, was wir gefahren sind, war vor dem Sommerurlaub. Letztes Jahr in der VMS. 90 Minuten. Nee, das Ding. Langstreckenrennen, R-Faktor. Was war das? Das sind wir im Sommer gefahren. Ne? Oh, in den und dann ist, glaube ich, was kaputt gegangen. Ja, das ist schon angehört, ja. Mikrofon muted. Oh, yeah. Lenkrad abgebrochen. Das war jetzt Game Over. Ich hoffe nicht, dass das nichts Erforderliches war, was er da jetzt am Lenkrad gemacht hat. Und dabei irgendwas kaputt gegangen ist. Vielleicht nochmal die Strategie überprüfen, dass da auch wirklich alles aktiv ist und vor allem nachtanken.
Das hätte ich jetzt nicht gebrauchen müssen. Was hast du denn gemacht? Das Ding, womit ich das Lenkrad festgedreht habe, das hat sich gerade eben verabschiedet. Oh, und jetzt? Jetzt habe ich es wieder hinbekommen. Aber morgen muss ich da nochmal schauen. Ja, das hält die Stunde. Ja. Oh, aua, Knie eingehauen. Alter, Daniel, du kommst auf so Ideen, ne? Ja, ich komme auf gar keine Ideen, mein Lenkrad. Ja, Schwede. Das wird spannend. Also wenn es gleich einmal laut knallt, dann ist Dani weg. Ist einfach die Schraube unterhalb abgefallen, oder was? Nee. Nicht abgefallen. Sondern Ding ist einfach abgegangen. Mit Schraube. Ja, Dani hat plötzlich sein Lenkrad in der Hand gehabt. Ja. Und das Ding ist nach unten geknallt. Wie viel Liter fahrt ihr jetzt los? 110? 110. Gut, weil wir schaffen 19,8 Runden mit dem Spritverbrauch, den ich hab. Erstmal 19,1 bei mir. Ja, dann passt. Okay, Freunde der Nacht. In der Not kann man nachtanken, noch ein bisschen mehr. Denkt dran, die Strategie so einzustellen, dass der Reifenwechsel auch aktiv ist. Ja, habt ihr das alle? Nachtanken drin und die Reifenstrategie drin. Ja, ich guck dann nochmal, bevor ich reinfahre, ob es auch wirklich stimmt. Habt ihr die Drücke richtig drauf? Ja. Ich habe ein Preset mit Tanken und Reifenwechsel und eins mit Reifenwechsel. Für den Fall der Fälle, dass ich irgendwie das Auto zerstöre in der im zweiten Ding. 25, 24, 25, 26. Wie sind die Drücke? 25 vorne links. Ja. 27 vorne rechts. 27 vorne rechts? Ja. 24 hinten links. Ja. Auto vollgetankt? 26 hinten rechts. Also 25, 27, 27, 26. 25, 4, nein, 25, 27 vorne und 24, 26 hinten, aber ist jetzt egal. Och, viel Glück, Freunde. Ach du Scheiße. Fokus, Fokus, geht los. Ich hoffe, es kommt kein Überflieger von hinten. So. Hier folgt. Oh oh, Wilke. Hey, was macht denn René? WTF? Was hat er denn gemacht? Och, Leute, welche Missionen habt ihr? Nein, meine Bremse hängt! Meine Bremse hängt! Wie? Ja, Dauerbremsen, kann aufgeben. Auch wenn du drauf trittst? Ja, den Fehler hatte ich schon mal. Da muss ich den Treiber neu starten. Das lief ja gut. Ah, ich habe dauerhaft roten Balken. Massencrash, Lenkrad knallt runter und jetzt auch noch eine hängende Bremse. Bist du da auch eingeknallt? Wo? Massencrash. Ich war daneben. Oh. Ich konnte nirgendwo mehr hin. Nee, ich weiß. Ich konnte auch noch nach rechts ausweichen. Wenn ich die Bremse jetzt nicht gefixt kriege, dann bin ich weg. Ich kann nur probieren, nochmal neu. Kann ich runter vom Server? Ja. Aber da krieg ich nie im Leben mehr aufgeholt. Ausschließen will ich nicht.
Ich muss jetzt gleich erstmal gucken, ob ich mein Auto reparieren muss. Ich weiß absolut nicht, was für einen Schaden ich habe. Hat er denn den Start so verkackt? Wie viel da ist Fabian? Wir sind gerade einmal kurz alle Autos despawned. Müller ist nicht reingeglitscht. Ja, hier sind alle Autos gerade geglitscht. Ja, super. Na, ich habe jetzt so die Bremse raus und reingesteckt und geht jetzt. Ja, voll. Ja, da fahren wir noch ein bisschen entspannt hinterher, oder? Nein, nichts wird entspannt. Also das muss jetzt am Maximum gehen. Ja, so kannst du natürlich auch eine Meisterschaft verlieren. Ach, das ist doch scheiße. Glaube ich, unbeschadet herausgekommen. Wer ist erster? Nein, der hat doch den Mega-Rot-Start gehabt. Hm? Ja, ich weiß es nicht. Ich wurde gerade gelöscht von Müller. Das kam ihm wahrscheinlich zugute, weil er dann im Massencrash nicht drin war. Vor allem, es sind die mit uns jetzt die ersten drei Autos gewesen, die da einen Unfall hatten. Ja, weil ich weiß nicht, was René für eine Aufgabe hatte in dem Moment. Nichts gegen René. Die Technik hätte jetzt sowieso kaputt gegangen. Aber er hat mir einfach komplett die Tür zugefahren. Ja, und dadurch bist du in mich gelandet und ich bin quer über die Strecke geflogen. Weil ich ja daneben war durch meinen guten Start, ausnahmsweise mal. Ja, das ist jetzt die Strafe dafür gewesen. Ich muss an Public vorbei. Oh, Fokus, Leute. Alles geben. Ja, ich fahre nur noch raus. Ich bin durch. Was hat der denn hier für ein Auto? Das gibt's doch nicht. Ist so. Der so schnell? Keine Ahnung. Der lenkt nicht mehr. Ah, René kommt von hinten. Uiuiui, doch nicht, passt alles. Uiuiui. René. Hm? Kommt René mit seiner Top Speed.
Auf den Start, da bin ich mal gespannt. Oh ja, ich auch. Ich hab jetzt knallen. Da hat's ja schon geknallt. Ja, auch nochmal verbal. Ach Quatsch. Ja. Meine Technik war eh kaputt. Dafür kann kein Mensch was. Aber war wieder klar, dass sowas passiert. Ich kann nur hoffen, dass jetzt Fabian auch noch irgendwie ein bisschen passiert. Ist der denn wieder abgeflogen, ne? Ja. Ah, das ist getroffen. Hast du schon mal Nissan mitgefahren? Ja. Großartig. Wer ist denn vor dir? Public. Komm auf der Geraden mit meiner Topspeed. Ich weiß nicht, ob es der Schaden ist. Wie viel Schaden hast du? Wird nichts. Weiß ich nicht. Ich bin orange komplett. Ich kenn die Tastenkombi nicht. Ich kann mich, glaube ich, erst gleich reparieren, also zur Hälfte. Ja, ich hätte ja auch reparieren können, aber ich habe vergessen, Reparatur anzumachen. Aber ich bin nur gelb vorne. Und das andere ist intakt. Ich muss mir gleich einfach mal einen platten Reifen fahren. Selbst das kriege ich gerade nicht hin. Wie eng ist das Feld vor euch zusammen? Geht. Ich sehe vier Autos vor mir. Ich bin 14. 10. Eine Sekunde vor, 0,1 hinter mir. Hätte ich jetzt nahe genug dran sein müssen. Die 2 Sekunden werden dann schaden. Ne? Jetzt aber, komm. Alter, da war doch die Wiese. Wie konnte der so schnell wieder fahren? Erstmal wieder rein. Nee. Ich glaube einfach, mein Auto ist Schrott. Wow. Was? Weg? Das war Maßarbeit jetzt von René. Also, wenn ich ein Stück weiter vorne gewesen wäre, dann...
dieses Autos. Ich muss jetzt echt auf den Fahrfehler warten. Nein. Oh, ich habe ein orangenes Heck. Was machte der Schaden? Zeit verlieren und Geschwindigkeit vor allem. Das erklärt's. Ich habe auch noch ein orangenes Heck. Ich fahre jetzt nicht rein, ich warte auf den Stop. Bitte. Ich nur hoffen, dass Fabian hinter Carsten oder so ist. Boah, René ist da am Warpen. Wobei kann sein, dass das wieder allgemein war. Das war alles Nuller, ne? Hm. Das ist so bitter. Die 2-1er komme ich mit dem Schaden auch trotzdem rein. Das reicht mir. Ja, geil, auf die Wiese gegangen. Rauchwolke. Zumindest nicht mehr letzter. Boah, ja, wieder gedreht. Meine Fresse. Hi.
läuft bei uns heute. Ich glaube, ich hab's nicht, ich krieg das Auto nicht mehr unter Kontrolle. Wow! Na? Was ist los? Sind bei euch die Autos auch gerade so gehüpft? Fahr alleine, weiß ich nicht. Ich hab das Warpen überholt. Auf der Startzielgeraden. Du siehst noch nicht, wo Fabian ist, ne? Ne. Ehrlich? Ja, vor Carlo. Mit Abstand, so locker 10 Sekunden. Oh, nee. Ja. Ohne Worte.
Nice. Jetzt drehe ich Trainingsrunde. Upsi. Noch. Es tut mir aber leid. Aber vorbeilassen macht keinen Sinn, glaube ich. Das ist ein super Verbreiter, ne? Aber Bene ist sowieso richtig langsam geworden die letzten Runden. 5,5 Sekunden langsamer als ich letzte Runde. Ja, das kann, müsste schaden haben wahrscheinlich. Wie viel lange dauert es, einen Orangenschaden zu erbringen? Nicht länger als der Reifenwechsel. Ja eben, du kannst alles reparieren. Jetzt zweite Hälfte hoffentlich schon mal als erste. Jetzt wird das halt nicht so. Nee, Bene hatte auch schon, nachdem ich ihn ein zweites Mal überholt hatte, nochmal die Außenleitplanke in der Rechtskurve da oben mitgenommen. Also das Auto geht langsam in die Knie bei ihm. So richtig überholen muss ich bisher noch keinen. Wer vorbeigelassen oder der arme Pavlik ein bisschen. Ja, das habe ich für dich erledigt. Ja.
Ach man, ich hab mir das anders vorgestellt, was dann. Ja, ich mir auch. Bei so einem Langstreckenrennen ist ein Startunfall vor der ersten Kurve echt ärgerlich. Vor allem so, wie er passiert ist. Das hat irgendwie überhaupt keinen Sinn gemacht. Ne. Ich habe nur noch gemerkt, wie ich von links Druck gekriegt habe und dann quer über die Strecke geflogen bin, weil ich... Wie gesagt, ich konnte gar nichts machen. Ich war von dir rechts eingekesselt und René kam von links und plötzlich ging der Platz weg. Aber da schliff halt meine Bremse schon. Sonst wäre der nie im Leben neben mir gekommen, glaube ich. Nee, deswegen, das wunderte mich schon. Dass ich so gut nach vorne durchkam. Fabian muss sich beim Schalten vertan haben. Eigentlich ist bis zu dem Verschalten von Fabian alles optimal gelaufen für mich. Und dann ging los. Das Auto, was vor mir gestartet ist, ist nicht weggekommen. Ich weiß nicht, ob das Fabian war. Ja, das war Fabian. Da wäre ich nämlich auch erstmal vor ihm gewesen. Er hatte nämlich eine unglaublich gute Reaktion auch am Start und dann hat er dich beim Schalten verkackt. Ich hatte ihn auch direkt der überholt. Wer denn jetzt schon? Jemand abgestellt. Echt? Nee, Public ist noch. Nur noch 16 Sekunden. Mich hat halt ein Zurückglitch von Müller komplett kaputt gemacht. Der Server scheint heute nicht rumzulaufen. Das Lustige dabei, er ist nach vorne geglitscht und nicht hinter mir, also vor mir gewesen. Ich hab's durch Glitch in Public überholt. Wenn wir da nicht versetzt unterwegs gewesen wären. Stell dir jetzt mal vor, du wärst da hinter mir. Genauso war das. Oh, Tobi Fischer geht weit. Gleich Erlösung. Ja, ich freue mich auch schon. Also ich werde bis ans Maximum fahren. Ich habe noch 6 Runden drin. 36 ist Halbzeit, ne? Ja. Ich habe 3 Runden noch drin. Naja, Sprit wird locker reichen. Ich tank noch ein bisschen raus. Ich nicht. Ich fahre jetzt schon rein. Bin so schnell wie möglich ein neues Auto rein. Denk an die Spritmenge. Ja, ich. Der tankt ja drauf. Ich habe aber noch 18 Liter drin. Ich hab 3 Runden, also so 15 Liter. Ja, spielt gut, dass der Pantera nur 10 Liter mehr tanken kann. 120 ist Ende. Ja, passt aber. 21 Runden habe ich drin. Ja, passt. Mal 2 Sekunden gegen Kaffee. Wann musst du an die Box? Noch 2,9 Runden spät. Nächste wahrscheinlich. Ohne Crash durchkommen. Vorhin möchte ich noch kriegen. Also nicht vom Stop, aber generell. Wilke ist noch nicht drin gewesen. Ich glaube, ich hab's reingefahren. Ich werde die nächste Runde reinfahren. Wie viel verliert man mit meinem Kopfstock? Ach, keine Ahnung. 20 Sekunden oder so. Ich habe eine halbe Runde verloren gefühlt. Das wäre ein Overcut, Nick. Oh, shit.
Ich hoffe nur, dass du dich ein bisschen beeilst. Ich versuch das, was ich kann mit meinem Schaden. Danke. Das könnte jetzt schwierig mit dem Overcut werden. Kannst du nicht noch eine Runde fahren? Nein. Doch. Ich weiß nicht, ob es das besser macht. Dein Boxenplatz ist früher, ne? Ich fahr nicht rein. Oh nein. Was ist das für eine schlechte Runde jetzt? Also ich habe noch 4 Runden, deswegen ich fahre noch lange nicht rein. Das hätte vom Timing eine Runde bei mir eher sein müssen. Platz getroffen. Ein ganzes Auto. Boah, let's die, yes. Nee, doch nicht. Ich sehe Autos. Boah, ist wieder vor mir. Wie viele Sekunden hast du Abstand? 13. 13? Jo. Ich habe auch um 20. Also das dann ist richtig blöd, oder? Die kalten Reifen, fast abgeflogen. Wie viele sind in der Box gewesen? Hab ich nicht drauf geachtet. Fast alle jetzt, nur ich noch nicht. Ja. Hm.
kann ich jetzt reinfahren, Sebastian verteidigt. Jetzt kommt Carsten vor mir raus. Wie viele Liter hast du noch drin? 105. Oh, Sebastian lässt aber auch nicht locker. Ich muss jetzt rein, ich bin viel zu langsam gerade. Sebastian Müller? Vogt. Oh, ach. Jo, nächster weg. Jetzt muss ich mal kurz rechnen. 29 Minuten sind wie viele Runden? 15. 15 mal 5,5. 50, 75. Ja. Da drin. Alles gut bei dir, Max? Ja, warum? Vor mir, du bist ja vor mir gerade in der Region und da war gerade gelbe Flagge in den ersten Runden. Horn hat sich abgelegt. Okay. Ich war schon an der Box. Also der Overcut hat mega funktioniert. Ich hab dich und René mal ebenso gekriegt. Aber ich weiß, dich hatte ich ja schon. Ich bin überrascht, dass ich René so deutlich gekriegt habe. Muss ich eigentlich nur noch meine Pace fahren und mal gucken, wo es noch hingeht. Und dann hat es die Technik mal wieder geschafft, mich aus dem Konzept zu werfen. Pedale am Rechner oder an der Lenkrad-Einheit? Ich habe einfach die Kabel einmal rein und rausgesteckt. Richtig lächerlich. Wahrscheinlich hätte ich dafür gar nicht an die Box gemusst. Aber Fabian hätte so oder so jetzt gewonnen. Er ist ja meilenweit weg. Das fuchst mich einfach.
Aber ich weiß nicht, ob er das Ding gewonnen hätte, wenn ich nicht... Na gut, Startunfall war scheiße gelaufen, aber ich bin ja relativ gut sogar weggekommen noch. Bis die Pedale dann den Geist aufgegeben haben. Ach komm. Bei 10 in der ersten Schikane liegen. Habe ich mir die 2005 kaputt. Mit dem ersten Gang in der letzten Kurve.
Meter schon der erste Kurve. Habe ich wieder ein gelbes Heck. Sebastian kriege ich noch ins Ende. Carsten und Sebastian sind zu schnell vorne. Also Sebastian Müller. Komm ich. Das ist Feierabend. Ich hab mich wieder weggedreht, ey. Ich hab keinen Bock mehr, wirklich nicht.
diese Gerade da oben nicht ein Stück länger sein? Links, ja, gut, dass sie den abgeschafft haben. Alles gut? Ja. Ich hätte den Rekord seitlich fast erwischt. Weil er mit seinem Drift ziemlich langsam wurde in der Kurve. Ach, Carlos, 40 Sekunden weg. Also wenn wir noch 24 Stunden fahren, kriege ich die vielleicht noch. Mann, war schon nicht vorbei. Ach, ich dachte, ich könnte noch auf Top 10 angreifen. Flagge. Ist da was? Ja. Also zumindest nicht bei mir hier. Oh, da steht jemand. Ach, Michael, ernst. Und Peter. Weiß einer, wie dicht Carlo an Fabian dran ist? Wahrscheinlich nicht, ne? Echt so viel. Fünf oder sechs. Oh. Oh, du Scheiße, hat der Wander Glück. Sebastian Grasen kämpft noch ein bisschen.
traue mich nicht, da durchzuziehen. Ich glaube, das wird bei mir mit dem Sprit richtig knapp. Hast du plus 1 mitgerechnet? Nein. Ich bin genau am, an der Kante. Wir fahren noch 4 Runden. Ich habe noch 6 Runden übrig. Ich habe noch 4 Runden Sprit für 4 Runden Strecke, aber nicht mehr für die Inlet. Ich habe auch keine Zeit zu lupfen. Scheiße, ich glaube, Peter muss abstellen. Mit technischen Problemen. Echt? Der war gerade noch direkt hinter mir. Ist auf der Seite stehen geblieben. Eben. Und war davor sehr langsam. Weil ich weiß, dass der in der Schikane hinter mir beim Rausbeschleuniger eine Leitplanke gelandet ist. Und ich weiß auch schon nicht, ob das Absicht war. Tut immer noch. Scheiße. Jetzt baut der Reifen ab, ich fasse es nicht. Das sind eigentlich gute Nachrichten. Natürlich für dich scheiße, aber eventuell strugglen noch Sebastian und Carsten. Das würde ich mir bei Enric gerade wünschen. Ja, du verlierst ganz schön viel Zeit, ja. Da wäre mehr drin gewesen. Komm ich ja sogar fast noch an der Strand. Problem ist auch, ich kann mich jetzt erst gleich neben ihn setzen vor dem Linksknick. Jetzt ist er auf der Wiese gekommen. Hast du die Top 10? Da geh rum! Zumindest für den Moment. Noch 2,01 Runden Sprit. Was ein dämlicher Fahrfehler.
4 Sekunden. Ach Mann, Carsten. Wofür ist das gut, wenn man so schnell hat? Mann! Ein gebrauchter Abend, ja. Ich war schon vorbei an kriegen Stütz. Na, da geht nichts mehr mit dem Auto jetzt. Also P4 wäre noch drin gewesen. Ja. Chance. Microphone muted. Und danke fürs Zusehen. Danke fürs nachträglich Reinsehen. Das war's für heute.